Hallo Leute, heute möchte ich über eine schwerwiegende Folge narzisstischen Missbrauchs sprechen, die jede Person trifft, die in einer solchen Beziehung, Freundschaft war oder in einem solchen Elternhaus aufgewachsen ist. Die Folge, von der ich spreche, ist, dass man die Stimme dieser Person weiterhin in seinem Kopf hört. Die Kritik, die diese Person immer weiter geäußert hat und diese Niedermachung war so drastisch und so gezielt. Sie haben wirklich dein emotionales Zentrum perfekt getroffen. Sie wussten ganz genau, wie sie das machen können, haben das auch gemacht und zusammen damit, dass egal was du gemacht hast, es war nie in Ordnung, es war nie okay. Man hatte immer mehr das Gefühl, dass man beobachtet wird. Sie beobachten einen die ganze Zeit und müssen kleine Sprüche bringen, egal was man macht. Das sind dann so kleine lustige Sprüche. Sie machen sich ständig über einen lustig und müssen einen auslachen, weil man einfach nur die Sachen macht, wie man sie gerne machen möchte. Und sie entsprechen nicht der Art und Weise genauso, wie sie es machen würden. Also müssen sie sich darüber lustig machen, weil, kurzer theoretischer Hintergrund, sie dann verunsichert sind. So wie ich die Sachen mache, ist das falsch. Und so wie du die Sachen machst, ist richtig. Also gehe ich auf Angriff und muss dich jetzt niedermachen. Jede Person, die in einer solchen Beziehung war oder in einem solchen Elternhaus aufgewachsen ist, kann jetzt hier bestätigen, dass der emotionale Druck und das Leid nach der Trennung nochmal schlimmer wird, weil man auf einmal erkennt, wie schlimm dieser psychische Missbrauch eigentlich war. Man erkennt immer mehr, wie unnormal das Verhalten dieser Person war, wie toxisch dieses Verhältnis eigentlich war. Und es kommen einem immer mehr Sachen hoch, wo man sagen kann, das war wirklich nicht normal, das war gestört. Wenn man mit diesen Menschen noch zusammen ist und Zeit verbringt, dann denkt man sich, ja, das ist wirklich, das bedrückt mich und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das okay ist, ich weiß nicht, ob das normal ist. Und wenn man einmal raus ist und auch mit anderen Menschen darüber spricht, dann merkt man erst, wie gestört das eigentlich war. Zusammen damit kommt dann auch immer die Frage, warum habe ich mir das angetan? Und hier an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, die Schuld abzulegen und die Verantwortung zu tragen. Meistens oder fast immer ist es genau andersrum. Man trägt die Schuld, man gibt aber die Verantwortung ab. Eine Folge dessen ist, dass man immer weiter in solche Beziehungen, Freundschaften reinrutscht. Das ist kein angenehmer Schritt. Dieser Schritt ist aber ganz, ganz essentiell, um da komplett rauszukommen und in Zukunft sich komplett von narzisstischen Menschen fernzuhalten und diese wirklich von sich abzustoßen. Jetzt gerade ist es so, dass man sie anzieht. Man wirkt attraktiv auf narzisstische Menschen wegen seiner Ausstrahlung. Das Ziel ist, dass man von Anfang an abstößend wirkt auf solche Menschen. Was damit einhergeht, ist, dass manche Menschen ja vielleicht beleidigt wirken, wenn du einfach zu dir selbst stehst. Und da ist dann wichtig zu sagen, ich habe keine Schuldgefühle jetzt deswegen oder die Schuldgefühle, die ich bekomme, die werde ich jetzt verarbeiten und nicht darauf reagieren. Denn das benutzen narzisstische Menschen, Schuldgefühle, damit du bei ihnen bleibst und abhängig wirst. Es ist wichtig, immer mal wieder Menschen von seinem Umfeld abzustoßen und diese werden dann beleidigt sein. Aber das ist wichtig und ausschlaggebend für dein Wohlsein, denn es gibt narzisstische Menschen da draußen und du wirst immer mal wieder im Leben auf solche Menschen stoßen und da ist es wichtig, dass sie gar nicht mit dir eine Beziehung anfangen wollen. Kommen wir zurück zum Thema. Diese Stimme, die man immer weiter hört, man wird anfangen zu kochen und dann hört man diese Stimme, diese Person wird dir sagen, warum machst du das so? Du stellst dich jetzt so blöd an, mach doch lieber das. Du fängst schon wieder zu spät an und das ist schwer zu verstehen, wenn man selbst nicht so etwas durchgemacht hat. Diese Stimme kann unglaublich intensiv sein und sie lässt einen zum Teil nicht in Ruhe. Egal was man macht, man hört innerlich diese Kritik immer weiter. Es ist erstaunlich und man kann da auch wirklich sagen, diese Kontrolle dieser Menschen ist immer noch da. Auch wenn sie physisch nicht mehr da sind, sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, in deinen Gedanken trotzdem da zu sein und dich immer weiter zu versuchen zu kontrollieren. Wie kannst du diese Stimme loswerden? Da gibt es ein paar Schritte, die man durchgeht. Der erste Schritt ist, sich zu bilden. Indem du dir jetzt gerade dieses Video anschaust, machst du gerade diesen ersten Schritt und das ist ganz gut und sehr wichtig. Also einmal Daumen hoch. Der zweite Schritt ist, einmal alles, was du lernst über Narzissmus durch solche Videos auf deine individuelle Situation zu übertragen. Und ganz analytisch zu durchleuchten, wie diese Person sich verhalten hat. Und immer mehr dieses narzisstische Verhalten zu erkennen und den Rückschluss zu ziehen, dass sie sich deswegen so verhalten haben, weil sie innerlich so zerrissen sind. Und einmal hinter diese zum Teil sehr, sehr stark aufgebaute Fassade hindurchzuschauen. Diese Fassade, dass sie selbstbewusst sind, dass sie stark sind. Denn sie sind immer im Angriffsmodus, immer im Kampfmodus. Ja, ich bin stark, ich mache weiter. Allgemein eine richtige Einstellung, was das Leben angeht. Man muss kämpfen, das Leben ist ein Kampf. Man muss diesen Kampf annehmen. Aber man muss dabei reflektiert an die Sache drangehen, damit man überhaupt glücklich werden kann im Leben. Denn man muss wissen, was ist mir wichtig im Leben? Wer bin ich eigentlich? Wie kann ich glücklich werden im Leben? Diese Menschen machen das nicht. Diese Menschen, sie sagen sich, wie kann ich rückwirkend meine Eltern stolz machen? Denn die narzisstische Persönlichkeitsstörung wird weitergereicht und sie haben selbst diese Stimmen im Kopf und werden diese eben nicht los und reflektieren nicht einmal,
was würde mich glücklich machen, sondern verhalten sich immer weiter so, dass sie sich beweisen können, ihren Eltern, ihrer primären Bezugsperson gegenüber, ja, ich bin etwas wert. Diese Selbstzweifel, die sie mitbekommen haben, selbst von der Kindheit, die werden mit der Zeit immer und immer schlimmer, denn sie merken, dass die Menschen um sie herum keine Lust mehr auf sie haben. Und Narzissten sind keine Psychopathen. Ein Psychopath wäre das egal. Psychopathen haben keine Empathie. Menschen, die stark narzisstisch sind, sie wollen bewundert werden. Und dazu braucht man soziale Kontakte. Dazu braucht man Freunde. Dazu braucht man Partner. Und diese Freundschaften und Beziehungen, das sind weniger eigentlich ehrlich authentische Freundschaften, sondern man hat Bewunderer. Man hat Fans. Wow, du bist so toll. Und wenn jemand tatsächlich einfach nur eine Freundschaft haben möchte auf Augenhöhe, dann wird diese Person ausgestoßen. Was? Du bewunderst mich nicht mehr? Weg mit dir. Mit dir stimmt irgendetwas nicht. Du bist narzisstisch. Denn das machen sie sehr, sehr gerne. Zum Beispiel, was sie dir gerne vorwerfen, ist, dass du immer Aufmerksamkeit haben möchtest und dass du im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen möchtest, wenn sie zum Beispiel in einem sozialen Kreis dich komplett wegignorieren und sogar dich erniedrigen, um selbst besser dazustehen. Und du sagst ihnen dann danach, was sollte das? Das war nicht okay. Du sagst das jetzt nur, weil du die Aufmerksamkeit einmal mal nicht bekommen hast. Und das ist dieses Gaslighting. Sie verdrehen alles und vor allem, sie nehmen einen wahren Kern und verzerren diesen wahren Kern direkt ins Negative und blasen dieses Negative auf. Denn ja, natürlich, du hast seine Aufmerksamkeit nicht bekommen. Aber eine gesunde Aufmerksamkeit ist normal, wenn man zusammen ist, wenn man befreundet ist. Und sonst ist das einfach keine Freundschaft. Sonst ist es nämlich erst perfekt, erst da, um bewundert zu werden und du bist sein Bewunderer. In ihrem Kopf sind das die klaren Rollen. Und wenn du versuchst, aus dieser Rolle des Bewunderers rauszubrechen, dann wird es einen Streit geben. Und sie werden alles herumdrehen, dich verwirren, im Gespräch ganz verharrt zu lügen, teilweise Wahrheiten zu sagen, halbe Lügen zu erzählen und komplette Lügen zu erzählen. Und deswegen ist es so schwierig, durch dieses Lügenkonstrukt hindurchzuschauen. Wenn sie einmal merken, dass du anfängst, hinter dem Narzisstischen zu kommen, dann werden sie versuchen, oberflächlich dich dazu zu zwingen, sie trotzdem zu lieben, trotzdem mit ihm befreundet zu sein. Sie verstehen nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen oberflächlich aufgebaute Strukturen und einer eigentlichen emotionalen Bindung. Denn sie können selbst nicht tiefgründig emotional sich binden. Das ist im Endeffekt ein Schutzmechanismus für sie. Wenn man sich emotional nicht öffnet, kann man auch nicht emotional verletzt werden. Was aber damit einhergeht, ist, dass man keine wirklichen Beziehungen aufbauen kann zu anderen Menschen. Um zu lieben, muss man riskieren, verletzt zu werden. Um Freundschaften aufzubauen, muss man riskieren, verletzt zu werden. Um sozial glücklich zu sein, muss man riskieren, sich zu öffnen und potenziell verletzt zu werden. Das heißt, da an dieser Stelle kann man sagen, du hast eine Sache, einen Vorteil, den narzisstische Menschen nicht haben, denn du hast dich ihnen geöffnet. Du hast das Potenzial dazu, Freundschaften, ehrliche, authentische Freundschaften, tatsächliche Liebe zu empfinden. Das können sie nicht und werden auch niemals können. Der nächste Schritt ist dann, wenn du einmal mehr und mehr emotional, nicht nur rational, sondern emotional verstanden hast, dass sie gestört sind. Dieses narzisstische Verhalten ist immer dabei. Sie sind immer manipulativ. Sobald sie etwas sagen, spielen Lügen eine Rolle, Manipulation, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber sie ist immer dabei. Sie haben immer heimliche Hintergedanken, die sie dir nicht mitteilen. Sie werden dir gerne Lektionen erteilen. Manchmal sagen sie dir nicht warum, manchmal sagen sie dir danach, ja, ich habe das gemacht, weil ich musste dir eine Lektion erteilen, weil du ja so dumm bist. Und jetzt bedanke dich bei mir, dass ich dich verletzt habe, weil ich habe dir eigentlich eine Lektion erteilt. Dieses Verhalten gibt ihnen ein Gefühl der Überlegenheit und der Macht. Und das haben sie innerlich nicht. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie ihr eigenes Leben unter Kontrolle haben. Also versuchen sie andere Menschen, das Leben anderer Menschen zu kontrollieren, damit sie das psychische Grundbedürfnis einer jeden Person, das Bedürfnis der Kontrolle, erfüllen können. Aber dieses Bedürfnis der Kontrolle, um glücklich zu werden, ist auf sich selbst zu beziehen. Dass man das Gefühl hat, dass man Kontrolle über sein eigenes Leben hat. Das machen sie nicht und versuchen, dieses Gefühl zu ersetzen durch Kontrolle über andere Menschen. Aber sie werden dadurch nie glücklich sein, weil sie nie das Gefühl haben werden, über ihr eigenes Leben Kontrolle zu haben. Und sie haben Angst davor, diesen Schritt zu gehen, weil das bedeutet, dass man reflektieren müsste. Aber sie sind so sehr verletzt durch ihre schwierige Kindheit, dass sobald es einen Grund gibt, innerlich auch nur eine halbe Millisekunde darüber nachzudenken, wer sie sind, was ihnen damals passiert ist, geraten sie in Panik.
Es wird ein unglaublicher Angriff, da rauszukommen, und ihr Gehirn ist im Panikmodus. Sie wollen da krampfhaft raus. Das ist auch der Grund, warum es oftmals zu einem katastrophalen Streit kommt, wenn du einfach nur bestimmte Sachen ansprichst. Zum Beispiel über seine Kindheit oder über sein narzisstisches Verhalten. Sobald du das machst, wird kein rationales Gespräch folgen. Sobald du bestimmte narzisstische Charaktereigenschaften in ihm feststellst, auch wenn du das nicht als Vorwurf meinst, sondern ihm eigentlich helfen möchtest und du zum Beispiel sagst, ich habe gemerkt, du reagierst unglaublich empfindlich auf Kritik, hat das vielleicht irgendwie damit zu tun, dass du damals immer weiter kritisiert wurdest in der Kindheit, dann wird es einen Streit geben und sie geraten in absolute Panik. Sie werden nicht mehr rational mit dir reden. Ihr Ziel ist es dann, dich zu erniedrigen und um sich selbst zu beweisen, nein, 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 ich bin perfekt. Es gibt kein einziges Makelstück an mir. Ich bin absolut perfekt, denn nur so können sie innerlich halbwegs damit leben, so wie sie sind. Je mehr du also emotional verstehst, wie gestört ihr Verhalten ist, umso weniger wirst du ihren psychischen Terror persönlich nehmen. Die bösartigen Sachen, die sie dir angetan haben, manchmal auch bewusst, manchmal unbewusst, es ist eine komplexe Kombination aus beidem, wirst du immer weniger persönlich nehmen. Damit einhergeht, dass dich diese ganze Sache immer weniger belastet und du immer weniger an diese Person denken wirst und diese innere Stimme immer leiser wird und irgendwann weggeht und dass du sagst, und das ist tatsächlich wirklich essentiell, was nicht oder kaum gesagt wird hier auf YouTube, wenn es über Narzissmus geht, dass du die Schuld ablegst, aber die Verantwortung dafür trägst, dass du in dieser Beziehung drin warst. Und das sage ich jetzt nicht als Vorwurf, sondern es ist wichtig, das zu machen, damit du dich heilen kannst, damit du rauskommen kannst und dass du anfängst, die Kontrolle über dein eigenes Leben zu nehmen und die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird, dass du jemals wieder mit solchen Menschen tiefgründiger in den Kontakt trittst. An dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, eine Trennung von solchen Menschen, wenn man als Kind auszieht und einmal anfängt, darüber nachzudenken, das ist sehr belastend. Es ist nicht einfach. Es ist aber absolut möglich, das alles hinter sich zu lassen und glücklich zu werden im Leben. Es erfordert Stärke, es erfordert Willenskraft, es erfordert, dass du den Kampf annimmst und es erfordert, dass du aus dieser Opferrolle rauskommst, die Opferrolle, in der sie dich hineingeschoben haben. Du hast es aber verdient, ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen. Wir haben nur dieses eine Leben, mach das Beste draus. Ich bin der Leiter einer gemeinnützigen Organisation. Wir bieten dir die Möglichkeit, mit Psychologen und Psychologiestudierenden im Master psychologische Beratungsgespräche zu führen, um mit mir persönlich Gespräche über Narzissmus zu führen. Wir sind gemeinnützig, also können wir die Gespräche im Vergleich zu privaten Gesprächen, die allgemein deutlich über 100 Euro liegen, dir für 40 oder 60 Euro anbieten. Mein Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich zu helfen und vor allem auch Menschen zu helfen, die sich das sonst nicht leisten können. Das System der kassenbezahlten Psychotherapie gibt es zwar in Deutschland, aber es ist schlecht. Wir sind keine Psychotherapie, wir sind auch kein Ersatz für eine Psychotherapie. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, eine Psychotherapie anzufangen, in die Warteschlange reinzugehen, auch wenn es ein Jahr dauert. Aber in der Zwischenzeit sind wir für dich da. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.